Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Was würde eigentlich passieren, wenn in unserer Straße alle ein E-Auto hätten? Würden dann die Lichter ausgehen? Gäbe es dann den Blackout, den viele befürchten? Netze BW ist in Baden-Württemberg der größte Betreiber unseres Stromnetzes. Deswegen haben die verschiedene Projekte gemacht, um genau das auszuprobieren. Sie haben in Straßen Anwohnern E-Autos zur Verfügung gestellt und haben geschaut, über Monate hinweg, was passiert eigentlich? Wann laden die wirklich? Geht das Netz in die Knie? Und was müsste man tun, um das zu verhindern? Ich bin zu einem gerade im Abschluss befindlichen Projekt nach Wangen im Allgäu gefahren und habe dort den Projektleiter getroffen, Sven Zahorka, der übrigens auch mit einem E-Auto ankam, und habe ihm ein paar Fragen gestellt. Hallo, Sven Zahorka. Hallo. Es wird ja vielfach so als Haupthinderungsgrund für eine gelingende E-Mobilitätswende angesehen, dass ja, wenn das jeder täte und die ganze Straße hätte so ein Auto, dann würde ja es ein Blackout geben. Was ist denn da dran, beziehungsweise was ist das Problem, was damit adressiert wird sozusagen? Die Herausforderung ist jetzt nicht an sich die Elektromobilität, sondern auch wirklich dieses Thema Geschwindigkeit. Mhm. Wir sehen ja vielleicht diesen Hochlauf, den wir aktuell haben. Vielleicht mal einfach als Zahlen, aktuell haben wir so 1,3 Millionen E-Fahrzeuge auf den Straßen in Deutschland unterwegs. Ziel der Bundesregierung ist 2030 15 Millionen E-Fahrzeuge zu haben. Wenn man jetzt mal rechnet, heißt es in den nächsten Jahren durchschnittlich pro Jahr knappe 2 Millionen E-Fahrzeuge, die dazukommen. Mhm. Und jedes E-Fahrzeug muss natürlich auch geladen werden und muss natürlich Strom vom Stromnetz beziehen. Und dann kann man jetzt anschauen, welche Orte gibt es, an denen geladen wird. Da gibt es einmal das öffentliche Laden. Da ist für uns als Netzbetreiber das Thema Geschwindigkeit vor allem eins. Wir haben eine gewisse Planbarkeit, dadurch, dass wir eine Genehmigungspflicht haben. Also das heißt, jemand meldet diese Leistung, die aus dem Stromnetz benötigt wird, bei uns an. Mhm. Hier ist es ganz wichtig, dass wir früh genug Bescheid wissen, wenn das Netz verstärkt werden muss, wenn das Netz ausgebaut werden muss, dass da genug Zeit ist. Der spannende Part, deswegen sind wir auch hier, das ist das Laden zu Hause im privaten Bereich. Weil, wie der Name schon sagt, privater Bereich ist nicht so gut kontrollierbar, richtig? Genau, also das Thema ist, wo findet das Laden denn im privaten Bereich statt? Das ist in der Niederspannung, also die Spannungsebene, die ganzen Haushalte mit Strom versorgt. Wenn wir jetzt anschauen, was sind typische Lasten im Haushaltsbereich, dann haben wir vielleicht einen Elektroherd mit 4 Herdplatten. Gibt sowas auch wie eine elektrische Sauna zum Beispiel, wer irgendwie das Glück hat. Und wenn man sich jetzt anschaut, naja, wie oft kocht man auf allen 4 Herdplatten gleichzeitig, ist vielleicht zur gleichen Zeit noch in der Sauna. Ist eher unwahrscheinlich. War bisher nicht das Problem, genau. Sozusagen. Was hat man so für einen Haushalt angenommen als eine Leistung, die das ertragen muss? Da muss man jetzt differenzieren. Einmal gibt es eine Anschlussleistung für einen Haushalt. Die liegt bei 30 Kilowatt pro Haushalt. Das ist die maximale Leistung, die so ein Haushalt in der Regel haben kann, ohne dass es einen größeren Netzanschluss gibt. In Summe gerechnet ist es natürlich deutlich geringer. Da liegen wir eher bei unter 5 Kilowatt in Summe, weil, das habe ich ja auch beschrieben, dadurch, dass nicht jeder zur gleichen Zeit kocht, liegen diese 30 kW sozusagen nicht immer bei allen zur gleichen Zeit an. Wir haben ja vorhin schon mal angeschaut hier in der Straße, also der Strom kommt über eine Hochspannungsleitung. Jetzt, wir sind hier im schönen Wangen, kommt also irgendwie vor die Tore von Wangen und wird dort in Mittelspannung umgewandelt und dann in entsprechendes Netz verteilt. Genau, also wir haben verschiedene Umspannstationen, das hängt immer von der Größe von der Stadt aus. So eine Umspannstation versorgt so 3 bis 10 Straßen, hätte ich jetzt mal gesagt. Und da gehen eben verschiedene Kabel raus und eines dieser Kabel versorgt dann eben auch die Maria-Knöpfler-Straße, genau, mit Strom. Wenn jetzt plötzlich alle Leute ein E-Auto hätten, dann wäre das so, wie wenn plötzlich alle 3 Herde haben und alle 12 Herdplatten anmachen. Ist es so? Die Herdplatten hat man selten zur gleichen Zeit an. Mhm. Wie ist es jetzt aber bei E-Autos? So, der eine Nachbar kommt um 17 Uhr nach Hause, der andere um 18 Uhr, der nächste um 19 Uhr. Wenn der letzte um 19 Uhr nach Hause kommt und einsteckt, dann kann es aber sehr gut sein, dass der erste, der sein Auto lädt, immer noch am Laden ist. Mhm. Das heißt, dadurch, dass die Ladedauer lang ist und eine hohe Leistung hat, also 11 Kilowatt sind so die meisten Leistungen bei den E-Fahrzeugen, geht auch hoch bis 22 Kilowatt, dann sehen wir natürlich eine Überlagerung von diesen Ladevorgängen. Genau. Und das heißt, diese Last summiert sich auf und je nachdem, wie diese Gleichzeitigkeit der Ladevorgänge ist, je höher die ist, desto höher ist auch die Belastung im Stromnetz. Und dann kriegt nicht so unbedingt das einzelne Haus Stress, sondern eher da vorne der Kasten, wo die ganze Straße abgeht, richtig? Genau. Das heißt, wenn es ein Blackout gäbe, dann wäre auch nicht die ganze Stadt betroffen, sondern diese Straße oder dieses Viertel? Genau, also diese Straße ist von einem Stromkabel versorgt und jedes Stromkabel ist mit der Sicherung abgesichert. Mhm. Und diese Sicherung würde eben, wenn die Grenze der Stromstärke
dort erreicht wäre, dann würde diese Sicherung auslösen. Und deswegen ist für uns natürlich wichtig, eine möglichst gute Kenntnis über die Elektromobilität zu erlangen und vor allem auch in der Praxis zu sehen, wie wirken sich denn die Ladevorgänge auf das reale Stromnetz im Bestand aus. Und da haben Sie jetzt, das ist glaube ich das dritte Projekt, richtig? Sogar das vierte, wenn man es jetzt so sieht. Wir haben als Start die E-Mobility-Allee, die war in Ostfildern bei Stuttgart. Das war quasi das erste Pilotprojekt dieser Art. Wahrscheinlich, glaube ich, auch das erste in ganz Deutschland, wo wir einfach mal getestet haben. 10 Projektteilnehmer, also 10 teilnehmende Haushalte, haben E-Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur bekommen. Wir haben gemessen, wie ist die Auswirkung aufs Stromnetz, haben auch getestet, wie können die sich so ein bisschen steuern lassen und haben da gemerkt, oh, es ist unglaublich wichtig, das Ganze in der Praxis zu testen. Am Anfang hat man gesehen, dass ganz viele häufig laden, ja, viele Ladevorgänge mit vielleicht einer geringeren Energiemenge, die nachgeladen wird. Je weiter das Projekt ging, desto seltener wurde geladen, aber es wurde eben eine größere Energiemenge nachgeladen. Das heißt, das Vertrauen in die Reichweite hat zugenommen. Man hat sich getraut, das E-Fahrzeug stärker zu entladen auf niedrigeren Batteriezustand. Das wäre zum Beispiel so ein Aspekt, ohne so einen Praxistest würde man das gar nicht rausbekommen. Das war die E-Mobility Allee. Dann hatten Sie, glaube ich, ein Projekt in einem Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage. Genau, das ist das E-Mobility Carré. Das ist in Tamm bei Ludwigsburg gewesen, ist jetzt mittlerweile abgeschlossen. 58 Ladepunkte waren es dort in einem Mehrfamilienhaus, das heißt so einer großen Tiefgarage, wurden dort angeschlossen, genau. Und das dritte war die E-Mobility Chaussee. Da war der Fokus auf das ländliche Verteilnetz in Kusterdingen bei Tübingen. Okay. Da wurde ein langer Stromkreis untersucht und der Fokus war vor allem auf so ein Thema Spannungshaltung in dem ländlicheren Bereich, wo natürlich die Stromkreise länger sind. Chaussee, Allee, klingt also ein bisschen nach Monopoly. Ja. Wie heißt jetzt das hier? Das Projekt heißt Netzlabor Intelligentes Heimladen. Hier ist der Fokus, diesmal nicht französisch, sondern hier ist der Fokus wirklich auf dem Thema Steuern und vor allem auch über welche Infrastruktur können wir zukünftig als Verteilnetzbetreiber Ladevorgänge steuern. Wir haben da in der Garage ja wie bei jedem eine Ladestation und daneben hängt noch so ein Kasten. Und der ist wahrscheinlich für dieses Projekt der entscheidende Punkt. Was ist denn in diesem Kasten drin? Eigentlich ist es sozusagen ein digitaler Stromzähler. Man kennt vielleicht, und mit einem sogenannten Smart Meter Gateway ist dieses Gerät dann fernangebunden. Das heißt, Messdaten können an uns gesendet werden. Und wir haben noch eine Steuerbox als Zusatzelement, das wir auch da einsetzen. Die kann nämlich über diese gleiche Verbindung Steuerbefehle empfangen und das an die Wallbox weitergeben. Ist es denn mal dunkel geworden? Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Fairerweise muss man natürlich sagen, wir haben das natürlich auch zusammen mit unserer Netzplanung vorher durchgerechnet, dass es theoretisch nicht passieren sollte. Das Schöne ist, in der Praxis ist es auch nicht dunkel geworden. Das heißt aber auch, wenn Sie jetzt von 8 von 30 ausgestattet haben, dann haben Sie sicherlich hochgerechnet, was wäre, wenn alle 30 es gehabt hätten? Wäre es denn dann dunkel geworden? Wenn alle 30 gleichzeitig geladen hätten, dann hätte das Stromnetz hier nicht stemmen können. Wichtig ist aber auch, dass wir bewusst hier auch einen realistischen Fall untersuchen, weil für den Fall, dass 100% der Autofahrer in Deutschland elektrisch fahren, da haben wir auch noch ein bisschen Zeit, das Stromnetz zu verstärken. Das heißt, für den Fall wäre es schwieriger, aber das ist alles immer eine Frage von der Gleichzeitigkeit. Und das ist eben vielleicht der spannende Punkt, den wir auch rausbekommen haben. Wir hatten jetzt 8 teilnehmende Fahrzeuge. In dieser Projektlaufzeit war die maximale Gleichzeitigkeit, waren 4 von 8, die zur gleichen Zeit geladen haben in den letzten 6 Monaten. Das heißt 50%. Okay. Genau. Ja, und hier ist die Familie Dreher, Projektteilnehmer von diesem Projekt. Hallo, vielen Dank, dass Sie mitmachen. Was sind Sie denn sonst für ein Auto gefahren? Normalen Benziner fahren wir sonst. Ein Kangoo, Renault Kangoo, mit dem eigentlich auch sehr zufrieden waren. Ja. Ist natürlich was ganz anderes mit so einem E-Auto. Sind Sie schon mal ein E-Auto gefahren vorher? Nein, zuvor noch nicht und jetzt sehr gerne. Was war so das Besondere beim ersten Mal E-Auto fahren? Also das Auto war so leise, dass ich gedacht habe, hoffentlich hört mich jeder, dass nicht irgendwo plötzlich ein Kind herspringt oder so. Und das habe ich nach 3 Tagen verloren. Also das ist überhaupt kein Problem gewesen. Und was ist so das Fahrerprofil? Also wie viel fahren Sie so am Tag mit dem Auto? Ja, wir fahren tatsächlich nicht so viel, weil meine Arbeitsstelle auch nicht weit ist. Und dazu nutze ich es im Winter, sonst fahre ich auch gern mit dem Fahrrad. Also Sie haben so ungefähr so diese Pendelstrecke gehabt. Regelmäßig sind Sie auch mal eine weitere Fahrt gefahren oder was war die längste, die Sie gefahren sind? Ja, die längste war nach Heiligenberg dann mal. Okay. Wir haben selber gemerkt, also mit der Batterie, gerade im Winter, wo nicht die volle Kapazität da ist, gell, dass man da schon relativ schnell Bedenken bekommt.
Die Reichweitenangst. Die Reichweitenangst, genau. Insofern waren es, wenn dann kleinere Strecken, Ravensburg, Friedrichshafen oder Heiligenberg da. Heiligenberg sind von hier aus ungefähr wie viele Kilometer? Ja, ich hätte gedacht 60. Ich will jetzt nicht als Tesla-Fahrer hier rummachen, aber ich meine Reichweitenangst mit einem E-Golf, Entschuldigung. Was war so im Alltag die größte Umstellung? Also für mich dann schon erstmal die Umstellung auf Automatik. Okay. Komischerweise mit der Zeit war es so, wenn ich dann doch wieder unseren Benziner gefahren bin, dann war mehr das Problem, dass ich die Kupplung vergessen habe. Das Laden war eine Umstellung. Ich bin einfach immer hergefahren und habe gleich wieder geladen, ja. Haben Sie bei den Kosten was gemerkt oder war das durch das Projekt sowieso gedeckt oder haben Sie irgendwie gemerkt, dass es günstiger war als sonst? Wir haben die Kosten natürlich erstattet bekommen, die Stromkosten, ja, aber ich habe trotzdem mal gerechnet, wie viel man so braucht. Es ist doch deutlich weniger, wie man an Benzin bräuchte, selbst zu Zeiten, wo es noch ein bisschen günstiger war, wie jetzt gerade die letzten Monate. Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben ein Auto, was Sie ganz gerne haben. Das wird jetzt dann auch bald wieder in der Garage stehen, nehme ich an. Haben Sie denn vor, dann sich ein E-Auto anzuschaffen und auch schon eine Idee, was für eins sein könnte? Also für mich ist schon so, dass ich die E-Autos total toll finde. Ja? Also ich bin absolut überzeugt seitdem, weil das ist so ein angenehmes Fahren und alles so einfach von der Handhabung. Ich finde es echt top. Und auf Dauer werden wir sicher zu einem E-Auto tendieren. Was gab es denn außer einem E-Golf hier noch zu fahren? BMW und Tesla. BMW i3 genau. Und Model 3 von Tesla. Und Model 3 von Tesla. Und welches fanden Sie jetzt am angenehmsten? Also den Tesla bin ich noch gar nicht gefahren, insofern weiß ich nicht, aber das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Nachholen? Ja, genau. Dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, was bald in der Garage steht. Vielen Dank. Danke. Jetzt haben Sie ja praktisch eine Versuchsreihe aus 4 Projekten sozusagen. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist denn der Unterschied, ob man jetzt in einem Mehrfamilienhaus in der Tiefgarage 8 von 30 oder in der Straße 8 von 30? Ist das überhaupt ein Unterschied? Ein Einfamilienhaus, da ist ein Auto auf einen Hausanschluss, also eine Verbindung zum Netz. Das ist relativ gut handelbar, weil, ich habe es vorher mal kurz angesprochen, 30 Kilowatt ist diese maximale Leistung, die quasi in der Norm zur Verfügung steht. Das heißt, wenn da mit 11 Kilowatt ein E-Fahrzeug dazu kommt, ist es jetzt mal für alles, was hinter dem Hausanschluss ist, gar kein Problem. Mhm. Wenn wir jetzt das Mehrparteienhaus anschauen, da sind dann plötzlich diese 8 Fahrzeuge, sind dann aber hinter einem Netzanschlusspunkt in eben dieser Garage oder diesen Stellplätzen von dem Mehrparteienhaus und müssen natürlich auch von diesem einen Kabel versorgt werden. Wenn man den Worst-Case-Fall zusammenrechnet, alle laden gleichzeitig, wären das 11 mal 8 kW, 88 kW und das müsste eben dieses Kabel zusätzlich zur Verfügung stellen. Das heißt, da braucht man eine andere ladedynamische Software, die das anders handelt. Genau, aber letztlich ist das, was wir jetzt in der Straße machen und in dem Mehrparteienhaus ist ähnlich. Also in beiden Fällen ist ein Lademanagement wichtig, um diese Anschlussleistung oder diese Leistung zu reduzieren, die Spitzenlast. Der Unterschied ist, wo das angewendet wird. Ja. Einmal im Stromnetz, also eine Ebene höher, und im Mehrparteienhaus eben hinter dem Netzanschlusspunkt. Also da ist es quasi dann Aufgabe des Mehrparteienhauses, dieses umzusetzen. Wir können in dem Diagramm jetzt den Lastverlauf sehen von dem Kabel, das die Straße mit Strom versorgt. Wir sehen hier in blau dann die Leistung ohne Elektromobilität, also das sind die typischen Haushaltslasten hier. Und wir sehen dann, dass in den Abendstunden die Elektroautos dazukommen in der orangen Linie. Das heißt, die meisten laden in den Abendstunden. Wir sehen hier eine höhere Belastung im Stromnetz. Und dann sehen wir aber zwischendrin, das ist in der schwarzen Linie dargestellt, sehen wir, dass das Lademanagement dort greift. Das heißt, die Ladeleistung wird reduziert. Die Last wird dadurch auch reduziert. Und wir sehen dann, dass dadurch ein bisschen länger geladen wird, aber da wird zu späteren Zeiten dann wieder mit einer 100% Ladeleistung geladen, sodass das Auto am nächsten Tag voll ist. Ließe sich jetzt schon handeln oder ist es gut, dass wir noch die Zeit haben, bis wirklich alle ein E-Fahrzeug haben? Also man muss wirklich da in jeden einzelnen Stromkreis schauen, wie ist die Lastsituation vor Ort, welche Einspeiseanlagen, welche Verbrauchsanlagen sind dort. Wir haben aber den Vorteil, wir haben die Zeit und wir haben vor allem eine Planung. Also wir machen auch viele Prognosen, in welchen Regionen, in welchen Stromkreisen Elektromobilität kommt und wo wir noch freie Kapazitäten haben, dass wir da eben frühzeitig das Netz verstärken, das Netz ausbauen können. Also könnte man kurz gefasst sagen, NetzeBW, als die, die es wissen sollten, sagen nicht, halt, stopp, das können wir nicht machen, das geht alles viel zu schnell, sondern kriegen wir schon hin. Genau, was wichtig ist, wir müssen einerseits das Netz zielgerichtet ausbauen und verstärken und zum anderen brauchen wir eben intelligente Lösungen wie zum Beispiel Lademanagement, um auch schon das bestehende Netz dazu
befähigen, noch mehr Fahrzeuge aufzunehmen. Sind jetzt noch weitere Tests geplant für die Zukunft, um noch mehr Erkenntnisse zu gewinnen? Nee, wir sind jetzt tatsächlich am Ende vom Projekt. Das heißt, mit Wangen haben wir jetzt noch einen weiteren Standort in Künzelsau. Die sind der 4. und 5. Standort von den insgesamt 5 Standorten im Netzlabor Intelligentes Heimladen. Und dann sind aber auch insgesamt all unsere Netzlabore erstmal abgeschlossen. Immer mehr E-Fahrzeuge gehen quasi auf die deutschen Straßen, werden vom Netz quasi gespeist. Und das heißt, wir müssen jetzt mehr in die Operationalisierung zu schauen, dass wir den Netzanschluss auch für jeden Kunden bereitstellen können. Herzlichen Dank fürs Herkommen und Dasein. Ja, vielen Dank, hat mich gefreut. Für alle, die sich noch mehr für E-Mobilität und erneuerbare Energien interessieren, habe ich am Schluss noch ein besonderes Schmankerl. Es gibt nämlich von 11. bis 13. Mai in München die The Smarter E-Messe, wo es um Power to Drive, um Elektromobilität, um nachhaltige Energien geht, in Vorträgen, in Veranstaltungen und natürlich in einer riesengroßen Messe. Alle, die da dabei sein wollen, haben jetzt die Möglichkeit, mit dem unten eingeblendeten Code umsonst ein Ticket zu bekommen und keine 55 Euro dazu zu bezahlen. 100 Tickets werden auf diese Weise vergeben, also first come, first serve. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video informativ, es hat euch gut gefallen, dann gebt mir bitte unbedingt ein Like für dieses Video, lasst ein Abo da, aktiviert auch die Glocke, damit ihr mitbekommt, wenn ich ein neues Video habe. Kommentiert unten, was ihr sonst in den Videos sehen möchtet oder was ihr von dieser Blackout-Frage haltet. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad.